Servus und willkommen zurück zu Bioshock 2. Im letzten Part haben wir uns die zweite Little Sister geholt, ja. Und ja, und die müssen wir jetzt kräftig mit Adam versorgen. Ich will hier nochmal kurz hintergucken, da waren wir glaube ich noch nicht. Da ist doch schon mal was, okay, da könnten wir die... Oder? Da waren wir doch, oder? Ja, da waren wir. Da habe ich den Ladenwitz gerissen. Egal. Halt. Erstmal Vorbereitung hier machen. Da waren wir richtig. Minigeschütz, wo könnten sie denn herkommen? Auf jeden Fall schon mal. Ich glaube sogar, die kommen von oben. Puh. Dann würde ich mal sagen, ich stelle hier eine hin. Was hat er jetzt Boom gemacht? Scheiß drauf. So, und auf die fette Wumme und auf zum Adam sammeln. Wehr dich doch nicht. Du kommst mit zu mir. Alter, die ist ziemlich nah. Wo ist die? Ah, viel zu viele. Ah, stirbt doch alle. Alter Schwede, wo sind die denn? Da ist einer. Da war einer. Da ist einer. Hier ist einer. Hey, den habe ich getroffen. Wo ist denn der? Da oben! Was sucht der da oben? WTF, warum kommen die alle von hier? Nein, bin ich nicht. Stirb. Viel zu viel Hektik hier. Bei der ersten Aufnahmesession, oh mein Gott. Hier geht's noch gut. Aufheben. Los. Pack mal wieder ein. So, da oben war noch ein Medikit. Das nehmen wir uns vorsichtshalber nochmal mit. Zack. Haben wir uns einmal mal voll. Dann haben wir den Schieß hier nimmer. War hier noch irgendwas? Nee. Nur Bohrertreibstoff. Okay, dann auf zum nächsten. Zur nächsten Leiche, die wir finden müssen. Ah, das ging wieder an Munition. Gar nicht. Oder ich habe sie wieder aufgesammelt, eins von beiden. Ich weiß gar nicht. Was ist das? Splittergranate habe ich zu viel. Was haben wir hier noch? Ach komm, wir sind eh fast wieder voll. Schrot können wir uns kaufen. Perfekt. Nieten lassen wir mal. Kommen wahrscheinlich eh wieder hierher. Jetzt habe ich wieder den Weg vergessen. Wo muss ich hin? Okay, 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 okay. Ach, die ist gleich hier. Cool, cool. Kann ich mir eigentlich auch so Mini-Geschütze kaufen? Nein. Scheiße. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Aber wo könnten die denn überall rauskommen? Eigentlich überall. Ach komm. Eine hier hin. Und eine dahin. Irgendwo kriegen wir das Zeug schon. Und dann wieder auf zum Adam sammeln. Wo ist er? Wo kommt er her? Da war er. So, dann holzen wir mal drauf. Das hört sich wieder so an, als wenn eine Big Sister kommen würde. Oder ich täusche mich gerade. Warum schieße ich mit dem Phosphor? Ich will den Houdini haben eigentlich. Furchtbar gerne. Alter! Die bolzen hier aber schon krass rein. Lass weg. Boah, nerv mich nicht. Alter. Alter, wo steht ihr denn überall? Alter Schwede.
Wenn jetzt noch eine Big Sister kommt, dann bin ich richtig gefickt. Und die kommt. 100 pro kommt eine Big Sister. Das hört sich schon so an. Verbandskästen, geil. Oder auch nicht. Aber normal sollte bald mal eine kommen. Vielleicht, wenn ich es abgegeben habe. Wer weiß, wer weiß. Man kann ja nie wissen. Aber wenn sie kommt, dann verziehe ich mich in die Dingenskirchen. Da hinten rein, wisst schon. Da, wo wir die ganzen Geschütze und so gehackt haben. Die hatten, glaube ich, nicht mal was, ne. Bohrtreibstoff habe ich nicht verbraucht. So, einmal verteilen. Das Geld kriegen wir, denke ich, mal wieder relativ fix wieder. Da hinten ist der. Fotografieren wir den doch. Ja, ja. So, Forschungsergebnis. Ah, passt perfekt. Aua. Was war das jetzt? Das Feuer oder was? Oh mein Gott. Haben wir hier noch was? Nö, wahrscheinlich nicht. So, dann retten wir die mal kurz. Aber normal sollte bald mal wieder eine Big Sister kommen. Das bin ich. Ich habe Stanley zur Rede gestellt. Ich sagte ihm, ich würde Mutter erzählen, was er getan hat. Er bekam Panik. Er hat mich verschleppt und an ein Waisenhaus verkauft. Ich habe versucht, mich zu wehren und habe ihn in die Hand gebissen, aber... Vater, er ist der Grund, warum ich zu einer Little Sister gemacht wurde. What the fuck? Der Typ ist schon ein richtiges Arschloch. Ganz ehrlich. War hier hinten eigentlich nochmal was? Sorry, wenn ich jetzt nachguck, aber... Ich will hier irgendwie nichts vergeuden. Tja, du warst ein Tiefseeforscher mit Nerven aus Stahl, Kumpel. Die Öffentlichkeit hat dir den Spitznamen verpasst. Aber Ryan war sich sicher, dass du ein Spion wärst. Also haben seine Leute dich eingesperrt und haben deinen verdammten Namen ausgelöscht. Leb wohl, Johnny Topside. Hallo, Subject Delta. Aber da scheint ja einiges über uns zu wissen. Der weiß einiges über uns und das gefällt mir irgendwie nicht. Okay, hier wird's notfalls. Wenn das alles vorbei ist und wir mit der Beute aus Rapture auftauchen, dann halten wir beide Hof, mein Junge, auf unserer eigenen Insel. Ich sehe es schon vor mir. Jede Weltmacht kommt auf Knien angerutscht, mit tonnenweise Geld im Gepäck. Der will mir auch nicht so ganz gefallen. Die Mädchen, die du vor Mutter gerettet hast, wollen dir danken, Vater. Sieh im Gatherers Garden nach. Okay, dann tun wir das. Dann tun wir das doch. Adam ist Rapture Delta. Die größten Geister des Paradieses versammelt in einem einzigen grandiosen Mosaik. Eleanor. Denk an das Genie, das du ihr vorenthältst. Mit jedem gestohlenen Tropfen. Die labern hier viel zu viel. Ganz ehrlich. Viel zu viel. Ach ja, Leichen anschießen. Fast vergessen. So, okay. Da waren wir noch nicht, ne? Trinken, trinken, trinken. Verbandskästen. Das brauchen wir nicht. Dann hacken wir den mal fix. Zack, zack und zack. Haben wir hier notfalls einen Verbandskasten? Waren wir hier schon drin? War denn nochmal die Map? Die Map, die Map. Wo ist denn hier der Gatherin's Garden? Genbank, Gatherin's Garden. Gatherin's Garden. Hier ist keiner.
da oben wäre. Schauen wir da doch kurz mal hin. Okay, eins hoch. Dann hier und dann müsste ich da lang, glaube ich. Da müssten wir eigentlich schon da sein. Musik ist wieder traumhaft irgendwie. Ah, hier. Wenn deine... Ach, kleine Helfer beim Sammeln ständig unterbrochen werden, dann sag ihnen mit deinem fordernden Vater Tonikum, dass sie sich beeilen sollen. Oh, das ist doch geil. Tauschen wir doch mal aus gegen kürzeren Alarm. Und dann gucken wir mal, was wir uns so holen können. Cyclone Trap brauchen wir nicht hypnotisieren. Nö. Telekinese 2. Naja. Ich schon. Ich glaube, das wird eine passive sein. Das sind alles passive. Quick Hack, Shorten Alarm 2. Gucken wir mal. Weiter oben. Oh, das geht so bescheuert. Am Electro Ball 2. Betäuben Sie Ihre Gegner länger. Ideal zur Erzeugung von Kettenblitzen. Nice. Richtig geil. Was haben wir noch? Scout ermöglicht dir als unsichtbarer Plasmid-schwenkender Scout herumzugehen. What the fuck? Will ich testen. Mal reinhauen hier. Was bringt der nächste Moment? Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Situation, bevor Sie handeln. Verblüffen Sie den Gegner mit einer Plasmid-Überraschung. Cool, cool. Sonst würde ich mir eigentlich nichts holen. Bots zu rufen. Sicherheitskommando, habe ich das drin? Ach, kaufen wir mal. Sicherungssystem. Die Lösung, um jederzeit einen verbündeten Bot zu rufen. Geil, geil. Das hatten wir, glaube ich, sogar ausgerüstet, ja. Hatten wir ausgerüstet. Cool. Da war nichts mehr drin, ne? Da drin war noch was, das weiß ich. Das war, glaube ich, eine Panzer, ja, genau. Panzerbrechende. Nicht so wichtig. Dann wollen wir mal weiter hier. Weiter mit der Main Story. Allzu lang wird es, glaube ich, nicht mehr gehen, das LP. Ich konnte es mir nicht verkneifen, um mal nachzugucken, wie weit ich denn bin. Und wir sind so ziemlich bei der Hälfte. Jo. Ziemlich bei der Hälfte. Etwas drüber. Hab mich allerdings nicht gespoilert. Hooray. So, dann muss ich dahin. Er ist doch hier hinten. Du brauchst mir doch nichts erzählen. Hat sich zumindest so angehört. Wo sind denn die? Hm. Ich sehe keinen, aber ich höre wen. Ich mag sowas nicht. Dann hacken wir den kurz mal. Zack, zack und zack und zack. Ah, Splittergranate, aber wenigstens ein Medikit. Da können wir die Gendatenbank umtauschen. Brauchen wir aber nicht. Ach komm. Dann hacken wir noch fix den hier. Zack, zock und zack. Dann gucken wir mal um die Ecke. Der ist tot. So. Auto-Hack-Pfeil. So, dann gehört der schon mal uns. Huh. Ist da vorne noch irgendwas, wenn die schon abgemurkst worden ist? Glaube nicht, nee. Hacken. Zack. Zack. Was war das? Das hat sich komisch angehört. Das hat sich echt komisch angehört. Na, weg damit.
So, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.